Aber wozu diente die Markierung, die ihr auf dem Baum der Hamadryade angebracht habt? Ja, bestimmt, dass sie... Ah, okay. Ich habe den Baum markiert, damit wir ihn später wiederfinden und verbrennen können. Ihn verbrennen? Aber wieso? Um die Kreatur zu töten. Aber das ist ja grauenvoll. Hallo? Die hat gerade versucht, dich umzubringen? Sie ist nicht länger eine Hamadryade. Sie hat zahlreiche Lebewesen getötet und ist völlig außer Kontrolle. Sie verpestet unseren Wald. Ich finde das einfach nicht richtig. Hallo, was willst du denn sonst tun? Valkyria, das reicht. Du kannst dich jetzt ausruhen. Geh auf dein Zimmer. Ich will dich heute nicht mehr sehen. Oh, wow. Also die Server sind scheinbar wieder mega down, denn heute hat das Oster-Event begonnen. Das kann ich ja, während das hier so lange lädt, auch nochmal sagen. Oster-Event hat begonnen. Einige Seiten sind für mich persönlich schon gar nicht mehr aufrufbar. Ich komme zum Beispiel gar nicht mehr ins Forum rein, um mir diesen Osterbeitrag anzuschauen. Und generell ist es ziemlich schwierig, auch im Markt irgendwas zu finden oder im Shop, weil die Seite, die stürzt halt sofort ab. Und ich war eigentlich ganz optimistisch, dass vielleicht dann wenigstens das Spiel flüssig läuft. Aber wie wir sehen, läuft es leider nicht ganz so flüssig. Das ist schade. Deswegen werde ich einfach mal ein bisschen rumschneiden, dass ihr dann diese Wartezeiten nicht ganz so lange erlebt. Mal gucken, wie lange ich jetzt spiele, bis ich das Ganze hier zu Ende habe. Ich wollte auch eigentlich schon viel, viel früher aufnehmen. Allerdings habe ich A, verschlafen und B, als ich dann wach geworden bin und eigentlich auf dem Weg war aufzunehmen, bin ich wieder eingeschlafen. Also deswegen kommt das Ganze heute halt ein bisschen später als die letzten Tage. Also nicht um 10, sondern keine Ahnung, um 1 oder noch später. Weil ich mir jetzt gedacht habe, als Entschädigung dafür, dass ihr halt so lange warten musstet, würde ich sonst einmal die komplette Episode jetzt zu Ende aufnehmen. Und egal wie lange die dauert, das ist dann halt der Part und fertig. Also mit diesem Part hier endet auch Episode 9. Das habe ich mir jetzt so vorgenommen. Valkyrian hat mir schon das Wichtigste berichtet. Bist du sicher? Ich habe doch kaum was gesagt. Schon gut. Ich wollte vor allem sicher gehen, dass du dich wieder in deinem normalen Zustand befindest. Ich verstand nicht recht, was sie mit normalem Zustand meinte, aber mein Gefühl sagte mir, dass ich im Moment nicht nachhaken durfte. Ja, besser ist es. Wirklich gut aufgelegt ist sie gerade nicht. Okay, kein Problem. Lass es mich wissen, wenn du mich brauchst. Na gut. Suche dir eine Beschäftigung. Ich dachte, wir sollen uns ausruhen. Da würde ich jetzt eigentlich schon eher in unser Zimmer gehen oder so. Oha. Er sieht nicht gut aufgelegt aus. Was gibt's? Nicht viel. Nur diese Hamadryaden-Geschichte, die mir keine Ruhe lässt. Was meinst du? Naja, was sie dir angetan hat. Oh, mach dir doch deswegen keinen Kopf. Oh, er sorgt sich doch nur um uns. Das ist doch süß. Okay, oder auch nicht. Ich bin nicht besorgt. Hm, wie nett. Ich bin eher stinksauer. Oh, möchtest du sie vielleicht selbst verbrennen? Hilft dir das? Wie meinst du das? Naja, sie hat dich ziemlich leicht manipulieren können, soweit ich das beurteilen kann. Na danke, sehr nett. Vielleicht, weil ich nur ein Mensch bin. Naja, fast. Es tut mir leid. Ich weiß nicht. Also unter den Antworten würde ich tatsächlich eher das Letzte nehmen. Weil, ich weiß nicht, das Erste, das ist so, oh, na danke, sehr nett, aber es ist ja nun mal so. Sie hat sich leicht manipulieren lassen. Vielleicht, weil ich nur ein Mensch bin. Ah, ich weiß nicht. Sie ist ja eigentlich kein Mensch. Sie ist halt definitiv eine Felin und deswegen würde ich das jetzt eigentlich auch nicht nehmen, zumal die alle wollen, dass wir jetzt auch zu unserer neuen Identität stehen, habe ich zumindest das Gefühl. Und daher würde ich tatsächlich das Letzte nehmen. Es tut mir leid. Muss es nicht. Es war nicht deine Schuld.
Irgendwie schon. Da sie ja doch ziemlich naiv war, der Hamadriade gegenüber. Tja. Wow. Halten die jetzt alle hier vor unserem Zimmer Wache, oder? Hey, Valkyria, warte mal. Hä? Huh? Valkyrian hat mir erzählt, was im Wald passiert ist. Alles okay? Ja. Es ist ja nichts Besonderes passiert. Du wärst fast getötet worden? Bezeichnest du das als nichts? Nichts Besonderes? Sie hat dich übel zugerichtet. Ich weiß. Ich war dabei. Gute Antwort. Du scheinst ja super damit klarzukommen. Meine Erinnerungen kommen nach und nach zurück, aber nichtsdestotrotz fühle ich mich irgendwie eher als Außenstehende. Das liegt daran, dass sie von dir Besitz ergriffen hat. Besitz ergriffen? Wie in Der Exorzist? Übertreibst du da nicht etwas? Das hat sich für mich gar nicht danach angefühlt. Sie ist ja kein Dämon. Sie ist eine Nymphe. Deswegen schließe ich das erste aus. Besitz ergriffen. Sie hat uns manipuliert, aber ja nicht Besitz ergriffen insofern. Übertreibst du da nicht etwas? Nein, keineswegs. Aber ich weiß auch nicht, wie ich dir das erklären soll. Man könnte auch sagen, sie hat deine Wahrnehmung manipuliert. Ist das verständlicher? Ja, das sage ich ja. Manipuliert, ja. Aber Besitz ergriffen würde ich jetzt doch eher abstreiten. Ja. Auch wenn der Gedanke mir absolut nicht gefällt. Ja gut, aber es ist nun mal Fakt. Gell? Was für ein Gedanke. Manipuliert worden zu sein. Das hätte jedem passieren können. Ach ja, dir auch? Schon möglich. Ich habe keinen Schimmer. Man muss auch bedenken, dass diese Hamadriade außergewöhnlich durchsetzungsfähig ist. Okay. So, wir haben Nevra getroffen. Nee, wir haben Nevra nicht getroffen, aber jetzt haben wir ihn getroffen. Was treibst du so? Ich? Oh, nichts Besonderes. Und du? Ich auch nichts. Alles in Ordnung mit dir? Könnte besser sein. Erst wäre ich beinahe ertrunken, jetzt beinahe erwürgt worden. Ich scheine das Unglück magisch anzuziehen. Zugegeben, man könnte meinen, du seist verwandt mit Ed Murphy. Ed wer? Edward Aloysius Murphy. Junior? Und wer soll das sein? Oh, ich kenne nur Murphys Gesetz. Die erste Antwort wäre wahrscheinlich eher bei Ezreal gut. Wir kennen uns hier ja nicht aus. Ich nehme jetzt einfach mal. Und wer soll das sein? Ich meine, Murphy sagt mir irgendwas, aber ich weiß gerade nicht was. Deswegen einfach mal nachfragen. Hast du noch nie von Murphys Gesetz gehört? Oh Gott. Irgendwie klingelt das bei mir, aber ich weiß nicht woher. War das Werte und Norm? Ich weiß, dass ich davon schon mal gehört habe, aber es ist einfach zu lange her. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube, das haben wir in Werte und Norm durchgenommen, aber ich bin mir echt nicht mehr sicher. Deswegen nehme ich einfach mal nein, weil ich kann es jetzt so spontan jetzt auch nicht mehr sagen, was das genau war. Was soll das sein? Oh, wie er mich anguckt. Oh, was weiß die Alte eigentlich? Ja, sorry. Der Grundgedanke ist folgender. Wenn auch nur die geringste Möglichkeit besteht, dass dir etwas Schlimmes passiert, dann wird das auch ganz sicher eintreffen. Oh, verstehe. Aber was hat dieser Typ damit zu tun? Er war derjenige, der diesen Fluch niedergeschrieben hat. Und woher kennst du ihn? Ich glaube, das war irgendwie mit menschlichem Versagen oder so. Gott, das ist einfach zu lange her. Ich vermisse die Schule sogar manchmal.
weiß, ihr haltet mich jetzt für verrückt, aber Schule ist halt nicht nur schlecht und irgendwann fühlt man sich halt total blöde, so wie jetzt. Das ist so, wie wenn man 6 Wochen Sommerferien hatte und hinterher genauso schlau ist wie am Jahr zuvor nach den Sommerferien. Also man hat wirklich alles verdrängt. Und wenn man jetzt wirklich schon so lange nicht mehr in der Schule ist, dann weiß man einfach gar nichts mehr. Murphy Jr. war ein berühmter Felin, dessen Familie sich in eure Welt zurückgezogen hat. Ach, echt? Nee. Ja, es gibt dort weitaus mehr Felinen, als du vielleicht dachtest. Aber der Kappermeister hat mir erzählt, dass in meiner Welt auf Feris Jagd gemacht wurde. Das stimmt. Und es ist auch nach wie vor gefährlich für uns. Dennoch gibt es ein paar Felinen, die ihre Identität bis heute geheim halten konnten und noch das Privileg genießen, auf der Erde leben zu können. Oh, verstehe. Ich kann mir vorstellen, dass es für Leute wie Chrome und Jamon ein bisschen schwieriger ist. Außer vielleicht an Halloween. Oder Karneval. Ja, sobald man über augenfällige äußerliche Besonderheiten verfügt, ist es so gut wie unmöglich, mit Menschen zu koexistieren. Aber Murphy war, wenn ich mich recht entsinne, zur Hälfte Kobold. Nach außen sah er also aus wie ein normaler Mensch. Kann eine Fairy auch ein rein menschliches Aussehen haben? Na, Nevra sieht ja nun schon ziemlich menschlich aus. Wenn sie einer humanoiden Spezies angehören, ist das prinzipiell möglich. Sieh mich an. Mal abgesehen von meinen Fangzähnen und meinen Ohren unterscheide ich mich in keiner Weise von einer Nicht-Fairy. Dann kommst du irgendwann mal zum Sonnenbaden vorbei? Er ist ein Vampir. Sonnenbaden. Vampir. Das harmoniert nicht. Ach, träume weiter. Hey, ich habe mich sowieso gefragt, warum das Sonnenlicht dir hier nicht schadet. Ist es wie Chrome vermutet, weil die Sonne in Eldaria irgendwie anders wirkt? Exakt. Manchmal bist du gar nicht so dumm. Hey! Tja, so. Also wir haben jetzt die 3 Jungs getroffen. Wie müssen wir ihnen jetzt noch begegnen? Okay, Kero. Oh! Er sah mich an, merklich aufgewühlt. Was ist denn? Ika hat mir erzählt, was dir geschehen ist. Woher wusste sie denn davon? Ich weiß es nicht. Es tut mir wirklich leid für dich. Bist du in Ordnung? Ja, mir geht's wunderbar, keine Sorge. Ika und du, ihr steht euch ziemlich nahe, nicht wahr? Läuft da was? Sie ist eine gute Freundin. Ach ja? Ich dachte, ihr wärt ein Paar, ihr beiden. Und mehr nicht? Okay. Wir sollten nicht einfach so sticheln. Das kommt bestimmt nicht gut. Auch wenn ich, glaube ich, gerade einen ziemlich lustigen Dialog verpasst habe. Aber was soll's? Ich will's mir mit Kero nicht noch weiter verderben. So, ich will in die Schmiede. Mach mal. Ach nee, da oben ist das Labor der Alchemie. Ha! Haha. Orientierungssinn. Valkyria! Oh, Ika, lass mich raten. Du hast mich gesucht? Was machst du hier? Du bist's nur. Was machst du hier? Bei Ika bin ich mir immer nicht so sicher, was man da sagen soll. Genauso wie bei Kero. Bei Alaea ist es mir relativ egal, bei ihr möchte ich eigentlich auch gar nicht so unbedingt punkten. Also was soll's. Das errätst du nie! Du hast mich gesucht? Stimmt, genau. Miiko bittet um deine Anwesenheit im Kristallsaal. Es ist wichtig. In Ordnung. Bin schon unterwegs. Wow. Miiko verlangt nach dir. Also, bei dem Wortlaut würde ich jetzt nicht hier hingehen wollen. Wow, hier ist ja einiges los. Miiko, ich bin da. Ika meinte, du hättest nach mir gefragt. Ja, bitte mach's dir bequem. Ich sah mich um, konnte aber nirgends einen Stuhl entdecken. Na gut.
Ich konnte mich ja gegen das Geländer lehnen. Ich stelle mich neben Valkyron. Ganz klar. Er sah mich befremdet an. Hä, warum? Darf ich das nicht? Was ist denn? Störe ich dich? Nichts sagen. Schwierig. Ich glaube, ich sag da einfach nichts zu. Unvermittelt spürte ich Valkyrons Arm hinter mir auf dem Geländer. Ich wurde rot. Lehne ich ruhig an. Aus irgendeinem Grund besteht Miiko darauf, Versammlungen hier abzuhalten und nicht in den Räumen, die ursprünglich dafür vorgesehen waren. Oh, danke. Es wird schon gehen. Lehn dich doch an, Mensch! Tu es! Stören wir euch, Lovigees, etwa? Was? Aber nein. Süß. Ein schwaches Lächeln huschte über ihr Gesicht. Sie sah zufrieden aus. Also, Leif und Jamon und ich haben viel Zeit darauf verwendet, unsere aktuelle Situation zu analysieren, die, anders kann man es kaum ausdrücken, akut geworden ist. Was soll das heißen? Seit Valkyria das wahre Wesen der Hamadriade aufgedeckt hat, hat sich der Wald verändert. Den neuesten Berichten zufolge steht er nunmehr unter der Herrschaft unseres Feindes. Unseres Feindes? Ist das nicht etwas hart? Ich verstehe es immer noch nicht, warum du sie in Schutz nimmst. Sie wollte dich töten. Nein, nicht wenn man bedenkt, welche Gräueltaten diese Kreatur verübt hat. Aber haben wir denn Beweise dafür, dass wirklich sie hinter den Entführungen steckt? Ist das dein Ernst? Miiko kam zu mir und förderte mehrere Gegenstände zutage, unter anderem einen Schädel, dessen Form stark an den Kopf eines Krüllers mehr erinnerte, und mehrere Knochen, die mir definitiv menschlichen Ursprungs zu sein schienen. Super! Igitt! Wo habt ihr das denn gefunden? Nach deinem Unfall haben wir eine Patrouille in den Wald gesandt und diese Knochen an verschiedenen Stellen entlang des Weges gefunden, der zum Baum führt. Im Übrigen waren deine Hände blutverschmiert. Evelyn hat uns das Ergebnis der Blutuntersuchung mitgeteilt. Es stammt von Feris und Felin. Was? Aber wie ist das möglich? Momentan wissen wir noch nichts Genaueres, aber wir glauben, dass diese Frau, dieses Ding, sich von schwachen Lebewesen ernährt, die ihr im Wald über den Weg laufen. Schwache Lebewesen, also wir. Schön. Oh Mann. Was ist ihr Beweggrund deiner Meinung nach? Sie hat Hunger? Die Spaltung des Kristalls und die damit verbundene Störung unseres Gleichgewichts hat sie beeinflusst. So wie die anderen vor ihr. Leifton, erläuterst du bitte den Auftrag? In Ordnung. Wir haben euch herbeordert, damit ihr ein weiteres Mal in den Wald vordringt. Das Ziel? Die Hamadriade eliminieren. Was? Das kann doch unmöglich ihr Ernst sein. Ich machte einen Schritt nach vorn, doch... Mir ist bewusst, dass einige von euch mit dieser Vorgehensmethode nicht einverstanden sind. Es handelt sich schließlich um ein lebendes Wesen mit Gedanken und Gefühlen. Aber wir haben keine Wahl. Fälle wie diese sind aussichtslos. Das wisst ihr ebenso gut wie ich. Wir haben noch immer kein Heilmittel für dieses Übel gefunden. Wie stellen wir es an? Ja, den Baum verbrennen, oder? Enthaupten, zerstückeln, die Überreste verbrennen. Hallo, dieses Spiel ist FSK 6? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Und wieder verweise ich kurz auf meine Theorie, dass in Sweet Amoris und Eldaria auf jeden Fall eine FSK reingestellt werden sollte. Hallo, wir sollen jetzt ein Lebewesen enthaupten, zerstückeln und verbrennen. Irgendwas geht hier doch voll in die Hose. Oh mein Gott, schon von der Erklärung wird mir speiübel. Selbstverständlich wäre die naheliegende Methode, ihren Baum zu verbrennen, aber ich bezweifle, dass sie euch nah genug heranlassen wird. Wir haben deshalb einen Plan entwickelt, um sie zu überlisten. Valkyria, wir hoffen sehr, dass wir auf deine Hilfe dabei zählen können. Wie?
Ja, und du musst für uns den Köder spielen. Zweifelsohne sieht sie in dir ein leichtes Ziel, vielleicht sogar eine potenzielle Verbündete. Sie wird deshalb geneigter sein, dich anzuhören und an sich heranzulassen. Du wirst versuchen, sie von ihrem Baum wegzulotsen. Oder sie so lange abzulenken, dass dein Partner Gelegenheit hat, sie zu vernichten. Bist du einverstanden? Tja, sieht so aus, als hätten wir nicht wirklich eine Wahl. Sehr gut. Da du diesmal der Köder bist, steht es dir unserer Ansicht nach auch zu, deinen Partner für diesen Auftrag zu wählen. Okay. Es ist doch eigentlich klar, wen ich wähle, oder? Hey. Ich gehe mit Valkyron, ganz klar. In Ordnung. Sehr erfreut sieht er aber nicht aus. In den folgenden Stunden spielten wir ein paar strategische Manöver durch, um unseren Angriffsplan auszuarbeiten. Neue Funktion bei den QTES, Quicktime-Events, der Multiklick. Neben den einfachen Klicks und den Formen kannst du nun auch mehrfach auf dein Icon klicken, um es verschwinden zu lassen. Aber Vorsicht, ein Klick daneben und du hast verloren. Ich hasse Quicktime-Events. Ich will das nicht. Oh Leute, ich sehe ehrlich noch nicht, dass ich dieses Bild heute bekomme. Wirklich, weil wenn das jetzt am Quicktime-Event scheitern sollte, dann bringt bei mir, glaube ich, auch kein Replay, weil ich verkacke das doch sowieso, oder? Also zumindest für die Leute, die meine The Walking Dead Let's Plays gesehen haben. Ich kann es einfach nicht. Ich bin absolut Quicktime-Event-resistent. Ich glaube, ich lerne da auch nie draus aus meinen Fehlern. Aber na schön, mal gucken. Ach du Scheiße. 1, 2, 3, Klick. 1, 2, 3. Klick, Klick, Klick. Oh Mann, ey. Vor allem, dass diese blöden Dinger immer so weit auseinander sein müssen. Das ist so doof. Aber ich habe gerade nicht verloren, oder? Habe ich verloren? Zur Unterstützung und um euch im Notfall den Rückzug zu ermöglichen, werden euch mehrere Gardenmitglieder begleiten und den Wald umstellen. Wieso kommen sie nicht einfach direkt mit uns mit? Wir denken, dass ein frontaler Angriff eine heftige Abwehrreaktion von Seiten der Hamadriade auslösen könnte. Wenn sie, wie mich Valkyrias Bericht vermuten lässt, die Person, die sie im Wald traf, gegessen hat, da muss sich ihre Kraft vervielfacht haben. Verstehe. Weitere Fragen? Sämtliche Anwesenden schüttelten den Kopf. Gut, Valkyria. Fühlst du dich kampfbereit? Ja. Auch wenn mich die Aussicht darauf, ein fühlendes Wesen zu töten, nicht gerade euphorisch stimmt. Hey, wie du mir, so ich dir. Schließlich hat sie angefangen damit. Macht euch bereit und trefft euch an der großen Pforte. Ihr werdet alle gemeinsam aufbrechen. Dann kann ich schnell noch auf mein Zimmer und meine Waffe holen. Oh Gott. Ich muss wirklich sagen, die Episoden werden von Mal zu Mal besser. Ich habe das in den Kommentaren ja auch schon gelesen, also ja, ich stimme euch da absolut zu. Ich finde, die werden immer spannender und auch vom Inhalt her immer komplexer. Also Chapeau an B-Move und vor allem auch an Shinomiko. Wahnsinn. Meine Waffe bewahre ich im Schrank auf. Valkyria? Valkyron, was gibt's? Wieso wartest du denn nicht am Treffpunkt auf mich? Wieso wartest du denn nicht am Treffpunkt auf mich? Wenn ich dich beschützen soll, kann ich damit genauso gut gleich anfangen. No. Wie süß. Rasch griff ich nach meiner Waffe und drehte mich wieder zu ihm um. Er ist doch ein kleiner Schatz. Ist gut, wir können los. Wir machten uns auf den Weg zur großen Pforte. Es waren bereits alle versammelt. Nachdem jeden noch einmal eingeschärft worden war, wie seine Befehle lauteten, ließ Jamon das Tor öffnen, das sich sogleich wieder hinter uns schloss, nachdem wir es passiert hatten. Tja. Jetzt machen wir Hamadriadenjagd. Ich konnte ein nervöses Lachen nicht zurückhalten. Ich bin nicht verrückt, ich bin nicht so...
Wenn du auch nur den leisesten Zweifel hast, sag's mir ruhig. Nein, es wird schon gehen. Wir wollen ja jetzt nur eine Kreatur verbrennen, also... Wird schon gut gehen. Die ganze Gruppe setzte sich in Bewegung und ich folgte ihr auf dem Fuße. Schnell hatten wir die Grenze des Waldes erreicht, doch ich erkannte ihn kaum wieder. Seit ich das letzte Mal hier gewesen war, hatte er sich völlig verwandelt. Oh, ich will's sehen. Los, zeig dich, Wald. Wow. Das sieht mega gut aus. Was ist hier geschehen? Ich weiß nicht, aber irgendetwas ist faul hier. Und zwar ganz gewaltig. Es ist, als läge eine dunkle Kraft in der Luft. Eine Aura. Es stimmt also, dass Elfen mit der Natur im Einklang sind und viel sensibler als andere Wesen? Sie sahen mich allesamt mit großen Augen an. Was denn? Habe ich was Dummes gesagt? Menschen und ihre Klischees. Unfassbar. Wir reden schon seit Ewigkeiten nicht mehr mit Bäumen und tragen auch keine Lendenschütze aus Blättern. Ist doch echt nicht zu glauben. Er grummelte weiter unverständlich vor sich hin. Entschuldigung. Okay. Erfülle deine Mission und besiege die Hamadriade. Wow. Hey, das wäre ein traumhafter Ort für ein Picknick. Findest du auch? Ich habe eine Decke und Brot mitgebracht. Und Honig, hoffe ich mal. Schön. Aber natürlich. Ja, manchmal finde ich Ezreals Sprüche nicht schlecht. So ein bisschen Humor muss man ja jetzt doch noch mitbringen. Oh, na gut. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang gehen muss. In der Ferne sang jemand, das Wandern ist des Müllers Lust. Durchsetzt von vereinzelten Schreien. Alter, ist das hier überall Blut? Sieht total nach Blut aus, da ist ein Handabdruck. Die ändern sich nie. Wer? Ezra und Nevra. Jedes Mal, wenn sie gemeinsam auf Mission gehen, spielen sie einander diesen Streich. Okay. Oh mein Gott. Sieht gut aus. Ich fühle mich gerade wie in so einem Eldaria Halloween Special. Das ist echt seltsam. Was meinst du? Naja, wenn ich laufe, dann rascheln die Blätter unter meinen Füßen. Aber dich höre ich kaum, obwohl du direkt hinter mir gehst. Schwebst du oder was? Wer weiß. Würde dir das gefallen? Nicht unbedingt. Ich find's eher mega gruselig. Umso besser. Na dann. Ach kommt schon Leute, lasst uns das jetzt einfach hinter uns bringen. Ich hab mich eh schon verlaufen. Ich hätte hier lang gehen müssen, richtig? Ah, da kommen wir doch her. Oder nicht? Ich begann fast unmerklich zu zittern. Ich fühlte, wie Valkyr nach meiner Hand griff. Hab keine Angst. Wenn du komplett wiederhergestellt bist, wird dir dieser Wald ganz harmlos vorkommen. Oh. Ich will ihn kuscheln. Darf ich ihn bitte kuscheln? Ach Mann, jetzt müssen wir die ganze Zeit hier hin und her laufen, bis wir alle gefunden haben, oder was? Was rede ich da eigentlich, bis wir alle gefunden haben? Es wird jetzt ein lustiges Hin- und Herrennen, um Mana zu verschwenden. Hab sowieso schon total viel Mana verbraucht, fällt mir gerade auf. Aber das sieht hier irgendwie immer anders aus. Kein Plan. Jetzt mal nach hinten. Tja, Valkyr, was willst du mir sagen? Sprich doch, bitte.
Sag mal, sah so der Wald aus, vor dem du Angst hattest? Ha? Ich weiß nicht. Ich dachte, du hättest mir neulich erzählt, dass du früher Angst vor Wäldern hattest. Hat er? Ich bin gerade am Überlegen. Ach das. Ja, als ich jünger war. Aber ich glaube, alle kleinen Kinder fürchten sich im Wald. Nö. Da hast du wohl recht. Oh, okay. Unheilvolle Allee. Das klingt gut. Ah, schön. Auch so eine schöne Blutspur hier. Aber ich muss sagen, ich finde den Hintergrund mega. Der sieht richtig gut aus. Den würde ich auch gern haben. Der Baum sieht auch nicht mehr so gut aus. Grabstätte des gebeugten Baumes. Schließlich erreichten wir die Lichtung, auf der der Baum stand. Wir verbargen uns hinter ein paar schützenden Ästen, um die letzten Details unseres Planes noch einmal durchzusprechen. Ach, mir graut's jetzt schon vor den Quicktime-Events, ey. Irgendwie bin ich auch gerade mega nervös. Also das hat das Spiel bisher auch noch nicht bei mir geschafft und das hat Sweet Amoris auch noch nicht bei mir geschafft. Aber ich bin gerade irgendwie so... Oh, mega, mega auf Zinne. Während Valkyrn sich still und leise an den Baum heranpirschte, würde ich die junge Frau ein weiteres Mal aufsuchen und so tun, als hätte ihr trauriges Schicksal mich aufs Neue in seinen Bann gezogen. Wenn ich ganz ehrlich war, bereitete mir die Vorstellung, sie einfach so in ihren sicheren Tod rennen zu lassen, nach wie vor Übelkeit. In meinem Hinterkopf wisperte mir eine leise Stimme zu, dass noch Hoffnung für sie bestand. Sollte ich versuchen, sie zur Vernunft zu bringen? Oder mich an unseren ursprünglichen Plan halten? Nur Mut. Wir sind alle hier für dich, wenn du uns brauchst. Ich ging also entschlossenen Schrittes auf die Hamadriade zu, während Valkyrn im Schatten der naheliegenden Bäume langsam heranschlich. Ah, da bist du ja wieder, meine liebe Valkyria. Was führt dich her? Wow. Man soll ja nicht nach Äußerlichkeiten gehen, aber das ist echt eklig. Alter! Ich erinnere mich nicht mehr. Ich bin so überhastet aufgebrochen. Aber ich weiß, ich konnte dir nicht helfen wie geplant. Deshalb bin ich zurückgekommen. Oh, das ist so eklig! Die Unterhaltung fortführen, angreifen, um Hilfe bitten. Oh mein Gott. Angreifen finde ich jetzt übereilt. Unterhaltung fortführen. Ha. Ich bin gerade echt dazu geneigt, um Hilfe zu bitten. Weil sie ist ja jetzt abgelenkt und dann... Ich mach das jetzt einfach mal. Ich versuch's. Nein, das durfte ich nicht. Wenn ich laut um Hilfe bat, würde sie wissen, dass Valkyrn sich in diesem Moment in der Nähe befand. Okay. Ja, stimmt. Stimmt. Aber warum schlägst du das denn überhaupt vor, wenn es nicht geht? I don't get it. Hältst du mich wirklich für so dämlich? Ich bin nicht wie du. Keine jämmerliche Promenadenmischung. Lass dir das gesagt sein. Mein Blut ist rein. Ich wurde von ihm persönlich auserwählt. Er hat gesehen, wie intelligent ich bin und wie treu ich ihm dienen kann. Von wem spricht sie da? Wer hat sie auserwählt? Jetzt sind wir eins. Er gehört mir. Mir allein. Ich ballte die Hände zu Fäusten und wich hilfesuchend zurück. Glaubst du, ich weiß nicht, dass du deine Freunde dabei hast? Dass sie den Wald umstellen? Dass einer von ihnen gerade versucht, meinen Baum anzugreifen? Oh, das ging in die Hose. Ivany holte weit aus und schleuderte eine Art Blitz gegen Valkyrn, der ihn jedoch mit seiner Armbinde abwehren konnte. Ich dachte, er trägt keine. Tja, du schon wieder? Er machte sich daran, sie anzugreifen.
dazwischen gehen, um die Hamadriade zur Vernunft zu bringen, ihn machen lassen und stattdessen den Baum attackieren, um die Hamadriade zu töten. Och, er lenkt sie ja gerade ganz gut ab, deswegen machen wir jetzt mal den Baum. Während Valkyrn die junge Frau angriff, schlich ich auf den Baum zu, doch die Hamadriade sah meinen Schlag voraus und kam ihm mit einem kraftvollen Peitschenhieb ihrer Äste zuvor, der mich einige Meter weit schleuderte und unsanft in ein paar Büsche buxierte. Oh oh, das ging ja mal daneben. Valkyria! Oh Mann, das ging ja mal wieder voll daneben. Ich sollte ihn besser die Arbeit machen lassen. Hallo? Er ist dein Partner. Du kannst ja wohl jetzt nicht einfach so rumstehen und nichts tun. Die Hamadriade kam direkt auf uns zu. Ich musste mich verteidigen. Ich will keine Quicktime-Events. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich will nicht verlieren. Oh Gott, hab ich's geschafft? Hab ich's geschafft? Nee. Was passiert da bloß? Erneut attackierte Valkyrn die Hamadriade und schleuderte mehrere kleine Messer nach ihr, die an seinem Gürtel befestigt waren. Sie wich seinen Würfen gekonnt aus, entfernte sich jedoch immer weiter von ihrem Baum. Ohne Vorwarnung zog Valkyrn eine Fiole aus der Tasche und ließ sie an ihrem Baum zerschellen. Die Flammen schossen so schnell in die Höhe, dass ich vor Schreck nach Luft schnappte. Während das Feuer sich durch Stamm und Blätter fraß, stieß die Hamadriade einen gellenden Schrei aus. Nein! Was hast du getan? Wow. Freunde, ganz ehrlich, dieses Bild finde ich echt krass. Abschaum! Unrein! Das wirst du mir büßen! Während die Hamadriade von den Flammen zerfressen wurde, bewegten sich zahlreiche Lianen über den Boden auf mich zu. Valkyria! Als ich die Augen aufschlug, sah ich nichts als Valkyrns muskulösen Körper, der mich abschirmte. Er hatte mich beschützt. Die Luft um uns herum war von aufgewirbelten Funken erfüllt. Der uns umgebenden Landschaft hingegen schien neues Leben eingehaucht worden zu sein. Noch nie in meinem Leben war ich so unmittelbar mit dem Tod konfrontiert gewesen wie heute. Ein bedrückendes Gefühl von Leere machte sich in mir breit. Was haben wir nur getan? Wir haben unseren Auftrag erfüllt. Aber ich bin überzeugt, dass wir es geschafft hätten, sie umzustimmen. Unseren Auftrag erfüllt. War das wirklich das Richtige? So viel ist sicher. Tja, ich glaube, man sollte jetzt nicht so darauf bestehen, von wegen, jo, Auftrag war Auftrag, Auftrag ist ausgeführt, sondern ich denke, dass man schon manchmal seinen Auftrag hinterfragen sollte. Ich meine, hallo, wir haben gerade ein Lebewesen verbrannt. Klar, sie wollte uns zuerst umbringen, aber trotzdem, ich finde, dass man das schon mal hinterfragen dürfte. Also, unseren Auftrag erfüllt. War das wirklich das Richtige? Unter diesen Umständen schon. Aber wenn es dich tröstet, kann ich dir versichern, dass kein Weg daran vorbeigeführt hat. Warum sagst du das? Er bückte sich und wühlte in der Asche. Sieh doch. Er hielt einen Kristallsplitter in die Höhe. Wie ist er bloß hierher gelangt? Ich nehme an, sie hat ihn verschluckt. Dann hat sie also davon gesprochen, als sie meinte, sie sei auserwählt worden? Ja, davon dürfen wir nun sicher ausgehen. Valkyrn! Valkyria! Warum seid ihr einfach verschwunden? Wovon sprichst du? Wir waren die ganze Zeit hier. Aha, verstehe, Illusion und so. Nein, ihr wart vor uns und dann auf einmal wart ihr wie vom Erdboden verschluckt.
Ja, und dann plötzlich seid ihr wieder aufgetaucht. Von einer Sekunde auf die andere. Ernsthaft? Noch ein Streich dieser verfluchten Hexe. Von der überrascht mich gar nichts mehr. Hey, was hast du da in der Hand? Ein Splitter des Kristalls. Ich habe ihn in der Asche der Hamadriade gefunden. Gehen wir nach Hause und zeigen wir ihn Miiko. Das wird das Klügste sein. In Ordnung. Wir verließen die Lichtung und machten uns auf den Weg zum Hauptquartier. Und alles sieht wieder normal aus. Wunderbar. Was für eine verrückte Episode. Aber echt krass. Na, dann schauen wir doch mal, ob wir den Weg wieder zurückfinden. Und das Mana schwindet immer weiter. Das ist so unschön. Felsiger Weg. Weil das Innere... Ja, komm, wir kommen hier locker raus. Das passt doch gut. Cooler Baum. Lichtung der Zypressen. Und dann sind wir jetzt schon raus. Yay, ich habe einen Weg gefunden. Aber das Spiel will nicht, dass ich diesen Weg finde. So, Waldrand. Ich stürze nach Atemring zu Boden. Stimmt was nicht? Ich weiß nicht, ich fühle mich einfach nicht gut. Erstes Mal, dass jemand vor deinen Augen ins Gras gebissen hat? Es, lass sie in Frieden. Soll ich dir aufhelfen? Nein, schon okay. Ich wollte nur kurz verschnaufen. Sie warteten geduldig, während ich mich sammelte. Ivanys Gesicht in den Flammen war mir beständig vor Augen und machte mich schier wahnsinnig. Nach einigen Minuten erhob ich mich und folgte der Gruppe bis zum Eingangstor des Hauptquartiers. Es überraschte mich, dass die wenigen Personen, denen wir begegneten, mich wie eine Heldin willkommen hießen. Sie alle schienen über die Maßnahmen erleichtert, dass der Kreatur der Gar ausgemacht worden war. Ich für meinen Teil wurde den schalen Geschmack in meinem Mund einfach nicht los. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich spreche nochmal mit Valkyron. Schließlich war er unser Partner. Freuen sich die Leute immer so sehr, wenn man von einer Mission wie dieser zurückkehrt? Sie fühlen sich wieder in Sicherheit. Das ist der Grund. Wir schafften es problemlos, uns von der Menge zu lösen. Unser nächstes Ziel war der Kristallsaal. Oje, oje. Und ich denke mal, dann haben wir es mit der Episode auch gleich geschafft. Das ist so der Wahnsinn. Also mir ist es ehrlich gesagt total egal, dass wir so viel Mana verbrauchen, weil es lohnt sich ja auch. Also man kann wirklich locker flockig entweder am Stück zwei oder mehr Stunden durchspielen oder aber man entscheidet sich doch dafür, das in mehreren Tagen zu machen und das ist schon echt richtig, richtig gut. Ich meine, klar, jetzt durch das Osterevent verlieren wir wieder ordentlich Mana, zumal wir ja auch als tägliche Aufgabe gestellt bekommen haben, dass wir wirklich jeden Tag was auf dem Markt kaufen müssen, um die Zutaten vollständig zu kriegen. Das ist natürlich so eine Sache, die kreide ich B-Move ein bisschen an, zumal sie ja gesagt haben, dass sie jetzt jeden Monat auf jeden Fall eine Episode rausbringen wollen und die Leute, die jetzt alle Ostersachen haben wollen, sind natürlich jetzt ein bisschen am weil sie halt Mana ausgeben müssen und nicht richtig sparen können für die nächste Episode, die dann ja auf jeden Fall im Mai rauskommt. Naja. Ah, ihr seid zurück. Leifton, lass uns unser Gespräch zu einem anderen Zeitpunkt fortsetzen, in Ordnung? Er nickte wortlos. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ihr erfolgreich wart? Ich habe Jubel gehört. Natürlich waren wir erfolgreich. Du liebe Zeit, Valkyria, was ziehst du denn für ein Gesicht? Gab es ein Problem? Erzählt mir alles. Während der folgenden Minuten berichtete ich Miiko stockend, was ich abgespielt hatte. An der einen oder anderen Stelle hob sie kritisch die Augenbrauen, wenn ich erzählte, wie wir reagiert hatten.
Mir war klar, dass sie sicher nicht alle unsere Entscheidung gut hieß. Doch ich persönlich bereute nichts von dem, was ich getan hatte. Ika wich uns nicht von der Seite und notierte jedes Wort, wobei sie uns des Öfteren zwang, Gesagtes noch einmal zu wiederholen. Nun, vielen Dank für deine Ausführung und Glückwunsch. Ihr alle habt ausgezeichnete Arbeit geleistet. Zeigt mir den Kristall. Mir will einfach nicht in den Kopf, wie man so bescheuert sein kann, einen Kristallsplitter zu verschlucken. Dabei sollte mich wohl mittlerweile gar nichts mehr schockieren können. Kommt das häufiger vor? Übt der Kristall nicht eine starke Anziehungskraft aus? Sie war wahrscheinlich schon vorher verrückt, oder? Dass sie vorher verrückt war, möchte ich jetzt nicht ausschließen. Zumal sie ja schon gesagt hatte, dass sie vorher schon die Kreaturen gefressen hat. Ehe der Kristall überhaupt in ihrem Körper drin war. Ach komm, was soll's, ich nehme jetzt 3, auch wenn es vielleicht blöd ist. Das glaube ich weniger. Wie kannst du da so sicher sein? Es braucht schon einige Zeit, ehe dieses Stadium der Verrücktheit erreicht wird. Okay. Das erinnert mich an eines der Bücher in unserer Bibliothek. Pinels Abhandlung über Irrsinn. In der er die möglichen Konsequenzen der Essenz des Manas auf die mentale Gesundheit untersucht? Exakt. Ich verstehe nicht ganz. Worum geht es in dieser Abhandlung? Einfach erklärt? Ein Wissenschaftler aus unserer Welt hat herausgefunden, dass jedes hier lebende Wesen Mana im Blut hat. Eine Art Energiestrom, der alles im Gleichgewicht hält. Wenn dieses Gleichgewicht gestört wird, beispielsweise durch eine Erhöhung der Mana-Essenz, kann der Geist der betroffenen Person dauerhaften Schaden nehmen. Oh, das ist krass. Diese Hamadriade war der lebende Beweis für Pinels These. Der Splitter, den du hier siehst, ist perfekt kristallisiertes Mana. Es ist nicht normal, so viel davon in sich zu tragen. Unser Geist, der einer Feri ebenso wie der einer Felin, ist nicht in der Lage, eine derart große Kraft zu beherbergen. Ist das, als würde man einen Luftballon aufblasen? Wenn der Druck zu groß wird, explodiert er? Durchaus. Wie dem auch sei, das Wichtigste ist jedenfalls, dass wir auf einen weiteren Kristallsplitter gestoßen sind. Das macht nun 3 seit deiner Ankunft. Einfach unfassbar. Und bei 2 davon mussten wir nicht einmal jemanden eliminieren. Kommt es denn oft vor, dass ihr etwas eliminieren müsst? Die Fälle von verschluckten Kristallsplittern häufen sich in der Tat. Auf diese Weise haben wir bisher die meisten wiedergefunden. Verstehe. Es war also nicht ihr erster Mord. Ich weiß alles, was ich wissen wollte. Ich werde versuchen, alle verbleibenden Fragen aufzuklären. Noch einmal mein Glückwunsch. Ihr könnt nun zu euren persönlichen Beschäftigungen zurückkehren. Sie drehte uns den Rücken zu und ging zu einem kleinen Tisch, auf dem verschiedene Dokumente lagen. Trinken wir noch einen auf den Schreck? Ja, aber hallo. Gerne. Aber ich sollte mich vorher noch schnell umziehen. Wir warten in der Küche auf dich. Wow. Geh rasch in dein Zimmer, um dich umzuziehen und triff dich dann mit den Jungs in der Kantine. Das sollte kein Problem sein. Wenn die Server nicht so rumspinnen würden. In meinem Zimmer legte ich mich aufs Bett, schnappte mir eines der Kissen und rollte mich wie eine Kugel darum zusammen. Ich ließ den ganzen Tag noch einmal Revue passieren. Beinahe konnte ich das Blut, das nun an meinen Händen klebte, physisch spüren. So viele Tage war ich nun schon hier. Und dennoch war mir nicht eine Sekunde lang der Gedanke gekommen, ich könnte tatsächlich einmal jemanden das Leben nehmen. Oder etwas. Ganz gleich, was ich bis jetzt von Eldaria gesehen hatte. Die niedlichen Gefährten, die wundersamen Feenwesen, denen ich begegnet war. Ganz zu schweigen von den atemberaubenden Landschaften, die ich auf meinen Reisen erkunden durfte. Alles war mir so idyllisch erschienen. Nun dämmerte mir langsam, dass ich verblendet gewesen war. Geradezu naiv. Die Realität traf mich wie ein Schlag in die Magengrube. Ich versuchte, meine düsteren Gedanken zu verscheuchen und zog mir etwas luftigere Kleidung an, ehe ich mich zum Gehen anschickte. Doch als ich gerade aufbrechen wollte, klopfte es an meine Zimmertür. Ja?
Ehrlich? An so einer Stelle macht ihr einen Cut? Wie gemein ist das denn? Och, Manu. Wow, Leute, wir sind durch. Wahnsinn. Also, ich wiederhole mich gerne, aber sage nochmal, dass ihr absolut recht habt. Ich empfinde es ebenso, dass jede Episode noch einmal was draufsetzt und diese Geschichte einfach immer und immer besser wird. Und wir jetzt auch richtig, richtig Spannungselemente mit drin haben. Und boah, ich hatte eine richtige Gänsehaut, als wir dann auch die Hamadriade gejagt haben. Das war schon echt richtig, richtig genial. Und wir haben sogar das Episodenbild erhalten, bei dem ich mir wirklich nicht viele Hoffnungen gemacht habe, als es hieß, hey, du musst ein Quicktime-Event machen. So, oh, scheiße. Aber na gut, es ist ja gut ausgegangen, von daher muss ich euch jetzt auch keine weiteren Bilder zeigen, da es nur dieses eine Bild in der Episode gab. Obwohl ich mir wahrscheinlich auch das Bild gewünscht hätte, in dem Valkyrn sich über mich gebeugt hat, um die Lianen von mir abzuschirmen. Das wäre garantiert auch ein nettes Episodenbild gewesen, aber na gut, man kann ja nicht alles haben. Kommen wir jetzt einfach schon mal zum Mana-Verbrauch, da ich ja keine Bilder mehr zeigen muss. Ich habe genau 2810 Mana verbraucht. Das ist natürlich eine ordentliche Summe, aber wir müssen wirklich bedenken, dass wir jetzt schon, ich glaube, schon fast 3 Stunden spielen, oder? Ich meine, die ersten 5 Parts waren 25 Minuten lang. Dann haben wir jetzt noch einen einstündigen Part. Also das ist schon richtig, richtig gut. Also ich glaube, wir kommen hier mit dem Mana eher aus, als mit den Aktionspunkten bei Suida Moris, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, wenn wir schon dabei sind, ich möchte es jetzt eigentlich schon sehr gerne nochmal versuchen und da heute das Oster-Event rausgekommen ist. Wow, das ist jetzt mega der Bug. Oster-Event und es zeigt Valentinstag an. Tja, ich fürchte, dann kann ich euch leider doch nicht die Outfits zeigen, die möglich wären zu ergattern. Schade eigentlich. Ich kann es ja nochmal versuchen, indem ich aktualisiere, aber... Nee, bringt nichts. Also bei mir ist Valentinstag, bei euch ist Ostern. Passt schon. Genau, bevor ich es vergesse. Eine Abonnentin hatte gefragt, ob ich sie mal grüßen kann. Warum nicht? Habe ich kein Problem mit. Also an dieser Stelle schöne Grüße raus an Alex. Ja, wie habt ihr die Episode gefunden? Was sagt ihr dazu? Ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Ich habe es eben schon mal gesagt, ich wiederhole mich gerne. Aber ich habe irgendwie noch so ein bisschen Probleme, Episoden abzuschließen. Dann wurde ich auch noch in den Kommentaren darum gebeten, einfach mal nach einer Hamadriade zu googeln, um zu gucken, was denn da so steht, denn das ist wohl ziemlich interessant. Ich habe jetzt einen Artikel aufgeschlagen von Wikipedia. Wikipedia ist immer super, gerade auch, wenn man schulische Sachen machen möchte. Und ich lese das jetzt einfach mal vor. Ist natürlich schon sehr übereinstimmt mit dem, was wir von Nevra erfahren haben über eine Hamadriade oder Dryade direkt. Aber egal. Also, die Dryaden sind Baumgeister der griechischen Mythologie. Genau genommen sind sie Nymphen der Eichbäume, aber der Begriff wurde für alle Baumnymphen üblich. Das griechische Wort Drys bedeutet Baum oder Eiche. Von der indoeuropäischen Wurzel Derevo, Baum oder Holz. Sie werden als schöne weibliche Wesen dargestellt. Oder eben auch nicht, wie wir eben gesehen haben. Die Nymphen der Eschen wurden Meliae genannt. Sie betreuten den kindlichen Zeus in Rios Höhle auf Kreta. Gaia gebar die Meliae nach Befruchtung durch herabfallende Blutstropfen der weggeworfenen Genitalien des entmannten Uranos. In den Metamorphen wird von Ovid die Schändung der Nymphe Callisto, Begleiterin der Göttin Diana, durch Jupiter beschrieben. Jetzt kommen wir zu den Hamadriaden. Dryaden waren wie alle Nymphen übernatürlich langlebig und an ihre Behausung gebunden. Aber einige von ihnen gingen noch etwas darüber hinaus. Dies waren die Hamadriaden, die Teil ihrer Bäume waren, sodass mit dem Tod des Baumes auch eine Hamadriade starb. Aus diesem Grund bestraften Dryaden und die griechischen Götter jeden Sterblichen, der einen Baum verletzte, ohne zuvor die Baumnymphen anzurufen. Ist eine Dryade zu lange von ihrem Baum getrennt oder leidet der Baum, so leidet auch die Dryade. Ja, und das war es auch schon von den Informationen her. Das ist ja schon ziemlich deckend mit dem, was Nevra gesagt hat, wie ich eben schon angedeutet habe. Was jetzt hier allerdings noch dazu kommt, ist eben,
die Bestrafung eines Menschen, der sich an einem Baum einer Hamadriade vergreift. Das spricht da jetzt nicht so für die nächste Episode, wenn man sich diesen Hintergrund mal anschaut. Und wer weiß, vielleicht werden wir ja in der nächsten Episode noch bestraft. Ich meine, jedes Mal ist es irgendwie heftiger geworden. Dann sind wir ertrunken, dann haben wir erfahren, dass es doch Portale gibt. Die Portale sind hier in dieser Episode irgendwie ein bisschen zu kurz gekommen. Vielleicht kommt das dann in Episode 10 wieder hoch. Mal sehen. Also ich bin wirklich gespannt. Was glaubt ihr denn, wie es weitergeht? Habt ihr Vermutungen für Episode 10? Denn ich habe lediglich den Anhaltspunkt der Portale. Und mehr könnte ich mir da jetzt irgendwie gerade nicht vorstellen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also klar, wir gehen gleich wieder zu den Jungs. Dann ist natürlich die Frage, wer hat jetzt an unsere Zimmertür geklopft? Vielleicht ist es Valkyron, der nochmal mit uns reden möchte. Vielleicht ist es aber auch jemand anderes, zum Beispiel Leifton. Der ist ja in letzter Zeit doch sehr auf uns fokussiert und sehr oft da, wenn man es gar nicht erwartet. Also ich genieße jetzt erstmal für meinen Teil das Oster-Event. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß daran. Wer weiß, vielleicht wird das ja sogar noch verlängert. Wenn jetzt bei mir Valentinstag ist, dann wäre es eigentlich nur fair, wenn sie das Ganze dann fixen würden und das ganze Event dann ab Dienstag starten würde, wenn die Osterfeiertage vorbei sind. Und es ist wirklich echt angenehm, hier auf die Episoden zu warten, denn ich glaube, dass wir uns tatsächlich schon bald wiedersehen werden. Nicht in Eldaria, sondern in Sweet Amoris. Denn auf der Facebook-Seite von Sweet Amoris ist gestern ein Post hochgekommen, der auf die nächste Episode verweist. Also, B-Move, Hut ab, ihr seid momentan echt richtig klasse dabei, bringt regelmäßig Episoden raus und ich weiß gar nicht mehr, wann ich mit dem ganzen Aufnehmen hinterherkommen soll, wenn das so weitergeht. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr auch. Ich wünsche euch dann hiermit frohe Ostern, genießt die Feiertage, habt Spaß mit euren Familien und dann sehen wir uns, denke ich mal, mit Sweet Amoris vielleicht in 2 Wochen wieder. Und mit Eldaria auf jeden Fall im Mai. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!